Das bei mir Tom von Sodom, eine Band, die ich schon deshalb immer so faszinierend fand, weil mich der Name von eurer Band so beeindruckt und beziehungsweise auch eure Künstlernamen. Dazu kommen wir später. Warum heißt ihr Sodom? Ja, wo wir uns damals gegründet haben, haben wir dann natürlich nach einem Gruppennamen gesucht. Mhm. Und ich finde, der Name Sodom ist ziemlich kurz und bündig und gut auszusprechen. Also, kommt das von Sodom und Gomorra? Es kommt von Sodom und Gomorra, weil wir auch ein Teil von der Geschichte, die damals stattgefunden hat, auch verwendet haben für unsere Texte und so. Und es war einfach optimal für unsere Musik, also die Beziehung von unserer Musik zu den Texten und den Gruppennamen. Also, mhm. War optimal eigentlich, der Name Sodom. Ja, also du sitzt mir jetzt als Tom Normalmensch mhm. gegenüber. Ich kenne dich von Fotos als der böse Angel Ripper. Und deine Gruppenmitglieder haben auch nicht minder furchterregende Namen. Warum habt ihr das gemacht? Ja, das sind einfach nur Pseudonyme. Wir haben damals, wo wir angefangen haben, so, da war es so modern, sich, sagen wir jetzt, unter die normalen Namen, die wir jetzt haben, ist natürlich auf Platte abzubilden, wäre natürlich nicht so gut. Also, sich Hans Müller oder so, ja. Ja, ich hasse natürlich nicht so. Aber wir haben uns damals gedacht, irgendwie so, war einfach originell. Ne? Ja. Und die Namen heute abzuändern, wäre einfach Blödsinn. Die Leute kennen uns einfach so. Ne? Ja, wollen wir trotzdem verraten, wie er heißt? Oder soll... Ich heiße Thomas. Ja, Thomas. Ja. Wie mein Bruder. Der heißt ja. auch so. Siehst du? Schon ja, und der Witschanter heißt Christian und der Frank heißt Blackfire. Blackfire heißt Frank. Logisch. Entschuldigung. Ja, okay. Also der Trend ist trotzdem jetzt mehr Back to the Real Names oder so. Ja, also aber mit Angel soll ich dich jetzt nicht umgehen. Machen jetzt. Ja, Tom reicht. Ja. Ja, wir haben unsere Vornamen praktisch davor gesetzt, ja. Jetzt vor diese Pseudonyme. Aha. Also Tom reicht dann schon. Ja. Ja. Was gibt's Neues? Was machen wir so dann? Ja, wir haben jetzt die Europa-Tournee abgeschlossen. Ich denke doch erfolgreich und so. Und jetzt wart ihr alleine? Mit Whiplash aus Amerika. Ne? Mhm. Und ja, jetzt geht's nächste Woche dann, wenn es alles soweit klappt, nach Amerika. Amerika-Tournee. Wie kam das zustande? Ja, wir verkaufen relativ gut unsere Platten auch in Amerika und die Fans dort wollen uns doch mal gerne sehen und so. Und also man hat doch Interesse gezeigt in Amerika an uns. Und jetzt hat sich das so weit ergeben, dass wir doch eine Tournee machen können, endlich mal in Amerika. Mhm. Weil das doch schon, wir wollten das schon lange mal machen. Wie finanziert man das? Ja, ich meine, das wird finanziert ein Teil durch die Plattenfirma, ein Teil müssen wir auch selber von unseren Lizenzen einbüßen. Mhm. Und so wird das finanziert. Ne? Also man verdient da keine große Kohle. Ja, also mit Verdienst ist, glaube ich, in Amerika nichts. Also, ne? Ich meine, verdienen kann man überhaupt mit Tourneen eigentlich nicht viel. Tourneen ist eigentlich nur rein promotionmäßig. Ja, also praktisch um die Alben wieder zu promoten. Genau. Ich habe ja immer so ein Problem mit euch. Ihr singt ja jetzt ganz extrem schnell, zumindest auf den alten Sachen. Jetzt ist ja nun nicht jeder, der hier zuschaut. Das heißt, ihr singt, du singst. Jeder, der hier zuschaut, weiß jetzt, was für Musik Sodom machen oder kennt jetzt eure Texte. Tun wir mal so, als ob wir nicht wissen, worum es darin geht. Erklär doch mal, was eure Themen sind. Du schreibst ja nun auch die Texte selber. Ja, ich schreibe die Texte. Also wir haben also aus allen Bereichen. Also wir waren ja früher mal eine satanische Band. Mhm. So wurde jedenfalls in der Presse immer, wurden wir immer dargestellt. Standet ihr da auch dahinter? Es würde mich jetzt doch interessieren, Satanismus, und so ist ein heikles Thema. Wart ihr denn überzeugte Satanisten? Was das waren, also ich bin immer noch einer, sag mal, von der Garde, die an übernatürliche Sachen glaubt. Mhm. Ne? Jetzt ist nicht unbedingt auf den Satanismus bezogen, aber ich glaube an übernatürliche Sachen. Ne? Aber von textmäßig sind wir davon abgegangen, weil man kann ja auch ein ganzes Gebiet jetzt über schwarze Magie nicht in einem Text unbedingt zusammenfassen. Mhm. Ja, da müsste ich ein Buch drüber schreiben. Ja. Jetzt haben wir uns beschränkt, eben Themen zu machen, politische Themen, also wie wir sie jeden Tag in den Tagesthemen verfolgen können, die ganzen Sachen. Darüber kann man gut Texte schreiben. Bezieht ihr da auch Stellung? Habt ihr dann auch eine richtige Meinung oder berichtet ihr das mehr objektiv? Also eine politische Meinung zum Beispiel habe ich persönlich eigentlich nicht. Also ich schreibe zum Beispiel über Naturkatastrophen, über Umweltverschmutzung, jetzt zum Beispiel bei Nuklear Winter, wie es passieren kann. Ja. Ja. Zerstörung der Ozonschicht und ewige Eiszeit. Aha. Ne? Also schon nicht gerade unbedingt die positivsten und dann, Perspektiven herausarbeiten, sondern eher die negativen. Ja. Und ich mache mir auch Gedanken zum Beispiel über den Anfang von alles und das Ende von alles. Ja? Also ich versuche ein bisschen tief gehender in die ganze Materie hineinzugreifen. Also ein paar andere Klamotten noch zu bringen, als das normale Klischee-Bands zum Beispiel machen. Ja. Ja. Und
ich schreibe über Religion auch zum Beispiel, ne? Mhm. Über das Verhältnis von Religion heute und wie es früher mal war. Ne? Mhm. Und auch über, ich habe ein Stück geschrieben, Electrocution zum Beispiel, über einen Mörder, einen Sexualmörder. Und ich finde, so einer, der sowas macht, der müsste hingerichtet werden. Und der wird bei uns im Stück, im Refrain hingerichtet. Und das ist meine persönliche Meinung. Also ich drücke immer meine persönliche Meinung, versuche ich immer fantasiemäßig zu gestalten und am Text zu verarbeiten. Mhm. Ja. Und dann haben wir jetzt mit der letzten LP natürlich auch Probleme gehabt. Da war ein Stück drauf, das heißt Bombenhagel. Mhm. Und das natürlich, haben natürlich einige Leute missverstanden. Wir wurden als militante Anarchisten bezeichnet, weil wir eine deutsche Gruppe sind und einen deutschen Titel für ein Stück verwenden. Ja, und bei den Konzerten ist es dann so, dass die Leute dann die Hand erheben zum Hitlergruß. Oh. Obwohl das Stück ganz falsch verstanden wird, weil eben die das Leute sich mit ja, Texten nicht befassen. Das meint ihr ja sicher oder hoffentlich nicht, also wenn ich da mal nein, meine persönliche Meinung einbringen darf. Nein, ja. Das haben wir auch bei jedem Konzert, bei jedem Stück, hm. haben wir das gesagt, dass wir keine, dass wir nicht stolz sind auf unsere Vergangenheit. Ja, eben, also keine Neonazi. Also das Stück Bombenhagel ist einfach nur ein Stück, weil wir eben Angst haben vor dem Krieg. Ja. Und nicht nur wir, sondern alle Menschen. Mhm. Gut, sehr informativ, glaube ich, auch ja. mal ganz gut, dass das mal gesagt wird. Wir wollen jetzt kurz noch über das Konzert unterhalten. Wie war der Gig? Also ich fand den ganz erfolgreich. Also ich meine, die Zuschauer waren echt gut drauf im Braunschweig. Mhm. Zumal haben wir so in der Gegend S1-Gig gehabt und so. Und ich glaube auch die anderen Bands waren alle gut drauf. Und war ein gutes Package für so ein gutes Metal-Festival. Ne? Also die Leute waren echt gut drauf. Also ich war zufrieden. Mhm. Gut, ja. Also danke für dieses Gespräch.